Seit letzten Mittwoch ist ein neuer Patch live und mit ihm sind auch einige Bugs mit ins Spiel gekommen. Die ersten wurden schon gefixt. In BWL gab es auch einige Bugs, die aber jetzt auch gefixt sind. Der neue Crystal Whale Raid ist auch schon live. Ihr könnt den neuen Weltboss jetzt einen Besuch abstatten. Prinz Toderan ist zwar nicht neu in Klassik, aber als Weltboss wurde er neu gestaltet. Sein einziger Zweck in WoW Classic war, dass Spieler das legendäre Schwert Donnerzorn verdienen konnten. Jetzt kann jeder Spieler diese Instanz betreten und sich dieser Begegnung stellen, egal ob er sich auf der Questreihe von Thunderfury befindet oder eben nicht. Das Eingangsportal zum Crystal Whale befindet sich im Nordwesten von Silithus. Die nächstgelegene Flugroute für Allianz und Horde ist die Burg Cenarius. In Phase 5 könnt ihr eure Reise starten, um das legendäre Schwert Thunderfury zu erhalten. Das Schwert wurde für die Season of Discovery etwas überarbeitet und verbessert. Kommen wir aber zum besten Teil, der Loot. Der neue Weltboss hinterlässt beim Besiegen neue Beute, welche wirklich stark ist. Von Waffen bis hin zu guten Trinkets, alles ist dabei. Vor allem das Wichtigste für die Spieler, der T2 Gürtel Token droppt beim neuen Weltboss. Bleiben wir gleich bei den T2 Tokens. Im Standard BWL fallen T2 Teile von vereinzelten Bossen, wie zum Beispiel im Molten Core, der Kopf bei Oni und den Rest bekommt ihr in BWL, aber alle Bosse ließen für alle Klassen das gleiche Teil fallen. Während Spieler davon ausgegangen sind, dass Tier-Tokens für jeden Slot von denselben Bossen wie in Klassiker fallen würden, ist das in der Season of Discovery nicht immer der Fall. Einige sind gleich geblieben wie Nefarien und Brust-Tokens, aber es gibt viele Änderungen gegenüber den früheren Bossen. Die Armschienen zum Beispiel erhaltet den Booty Bay für Münzen, der neue Weltboss lässt den T2-Gürtel fallen und so weiter. Es gibt für jedes Set-Teil einen Hauptboss mit einer sehr hohen Droprate, also zwischen 30% und 50%, und dann mehrere andere mit einer Droprate von 5%. Beispiel der T2-Gürtel, welcher beim neuen Weltboss droppt. Bei diesem hat er eine sehr hohe Droprate, also bis zu 50%. Er kann aber auch bei Nefarian droppen, da ist aber die Droprate nur bei ca. 5%. Wenn ihr einen höheren Schwierigkeitsgrad spielt, dann erhaltet ihr natürlich zusätzliche Beute in Form von mehreren Tokens. Lebensqualitätsmaßnahmen in Season of Discovery droppten ja auch schon in anderen Phasen. Mit Phase 5 erhalten wir aber einige richtig chillige, wie zum Beispiel Instant Postversand, welches wir schon kennen. Jetzt kommt eine weitere gute Nachricht, welche schon angedeutet wurde. Lederverarbeiter und Schmiede können jetzt alle Spezialisierungen erlernen, indem sie einfach die entsprechenden Berufsquests abschließen. Das ist eine lang erwartete Änderung. Die Möglichkeit, diese Berufsspezialisierung zu wechseln, wurde ja schon in Phase 4 geteasert. Die Möglichkeit, sich auf alle Spezialisierungen gleichzeitig zu spezialisieren, ist jetzt aber neu. Wie ich finde, jedoch die viel elegantere Lösung als der Wechsel zwischen den Spezialisierungen. In Phase 5 gibt es auch einige Runen zu entdecken für bestimmte Klassen, wie zum Beispiel die Rune der Heilungsspezialisierung. Ein Spieler hat den Fundort jetzt entdeckt. Ihr müsst im Marathi-Hochland dieses schwarze Buch plündern. Eine weitere Rune für Mana-Klassen wurde auch kürzlich entdeckt, die Rune der Meditationsspezialisierung. Zu finden ist sie in 1000 Nadeln, auch in Form eines Buches. Auf WoWhead könnt ihr euch jetzt euer Best-in-Slot hier anschauen. Kürzlich haben sie es aktualisiert und auf den neuesten Stand von Phase 5 gebracht. Neben dem Biscuit findet ihr auch die aktuell besten Skillungen für eure Klasse. Zudem bietet euch WoWhead Guides an für die neuen klassenspezifischen Quests, welche ihr in Phase 5 starten könnt. Viele dieser Items sind auch Biss-Items. Noch ein kurzes Update bezüglich der Fraktion Emerald Wardens. Auf dem PTA konnten Spieler mit den Smaragd-Splittern Mets kaufen in Form einer Krottertasche oder Verzauberertasche. Beim Händler waren die Taschen aber nicht zur Verfügung jetzt in Phase 5, das haben einige Spieler berichtet. Da viele Spieler diese Splitter gelöscht hatten, könnte es sein, als würden die Krottertaschen des Aufsehers und die Verzauberertasche des Aufsehers in Phase 5 nicht in Season of Discovery erscheinen.